Diese Künstlerin zeichnet Bilder, die aussehen wie Fotos. Und das mit zwei Händen gleichzeitig. In der Nähe des größten Frachthafens von Europa bei Rotterdam liegt das kleine Städtchen Vladingen. Viel Außergewöhnliches gibt es hier nicht. Und auch diese 25-jährige Bewohnerin des Ortes sieht aus wie eine ganz normale junge Frau. Ihr Name? Raya Sena. Sie zeichnet gerne. Ich habe mit 16 angefangen zu zeichnen. Wir waren in Italien im Urlaub. Da gab es einen Straßenkünstler. Der hat mich inspiriert. Das Erste, was ich getan habe nach dem Urlaub, war zeichnen. Was vor ein paar Jahren als fixe Idee anfing, hat mittlerweile zu erstaunlichen Ergebnissen geführt. Raya Sena zeichnet fotorealistisch. Und das so perfekt, dass ihre Werke tatsächlich kaum von Fotos zu unterscheiden sind. Ich habe mir das selbst beigebracht. Ich habe einfach gegoogelt, fotorealistisch zeichnen. Ich habe mir ein paar Lehrvideos angeschaut. Aber eigentlich war ich dafür zu ungeduldig. Wenn ich etwas lerne, will ich es einfach selbst versuchen. Sie zeichnet am liebsten Menschen- und Fantasybilder. Manchmal aber auch einfach Dinge, die sie zufällig sieht. Wie diese Kaffeetasse. Was im Zeitraffer nur wenige Sekunden dauert, geschieht in der Realität in vielen Stunden. Das hier hat etwa 5 Stunden gedauert. Also nicht so lange. Ihre Bilder sind beeindruckend. Noch beeindruckender erscheint ihre Kunst, wenn man weiß, wie sie seit dem letzten Jahr arbeitet. Die Niederländerin zeichnet jetzt mit beiden Händen gleichzeitig. Sie ist eigentlich Linkshänderin. Mit rechts geht es aber fast genauso gut. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich schneller arbeiten kann. Und dann dachte ich, ich könnte ja mit 2 Händen zeichnen, um zu sehen, ob das schneller geht. Und ich mochte auch die Herausforderung, weil mich das Zeichnen mit einer Hand etwas gelangweilt hat. Vom Auge, das sie hier zeichnet, ist gerade mal die erste Ebene fertig. Die Ähnlichkeit zum Original aber schon zu erkennen. Tausende millimetergenaue Striche verschmelzen am Ende zu einem Bild. Mit beiden Händen halt in kürzerer Zeit. Es ist nicht doppelt so schnell, aber schneller auf jeden Fall. Ihre Bilder sind wunderschön, aber ihr Gehirn arbeite beim beidhändigen Zeichnen im roten Bereich, haben Mediziner ihr gesagt. Sie erzählten mir, die Gehirnströme wären sehr intensiv, sehen so aus wie bei einem epileptischen Anfall. Das hörte sich etwas gruselig an. Ich merke nur, dass ich mich stark konzentrieren muss beim Zeichnen. Solche Gehirnströme hatten sie angeblich noch nie gesehen. Am liebsten zeichnet Raya Sena solche Fantasiebilder. Sie verliert dabei oft das Gefühl für die Zeit. Von der geht schon fürs Anspitzen der Stifte eine Menge drauf. Etwa alle 5 Minuten spitze ich sie neu an. Zu zeichnen besteht zum großen Teil daraus, Stifte anzuspitzen. Das Bild, das bisher am meisten Material und Zeit verschlang, ist dieses von Jack Sparrow. Das hier hat mich 500 Stunden gekostet. Das Schwierigste waren die Dreadlocks. Da sind so viele kleine Details. Mittlerweile verdient Raya Sena Geld mit dem Zeichnen. Sie arbeitet für Agenturen und kann davon gut leben. Wenn ich Auftragsarbeiten anfertige, verdiene ich etwa 2.000 bis 9.000 Euro. Das hängt von der Größe des Bildes ab. Für eine 2.000-Euro-Zeichnung brauche ich etwa 40 Arbeitsstunden, also eine Woche. Und das Bild von Jack Sparrow? Wie viel würde das kosten? Nein, das verkaufe ich nicht. Das habe ich gezeichnet, als ich noch jung war. Und die alten Bilder sind unverkäuflich. Sie sagt, bei ihren Bildern findet sie am Ende immer noch Details, die sie verbessern könnte. Das sehen viele wohl anders.